Hi, heute geht's an die Rommelwood-Kasernen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei den Simpsons. Wir sind ja immer noch bei unserer Rommelwood-Akademie und heute geht's an die Unterkünfte unserer Kadetten. Wir bauen das Ganze aus der Spiel-App in den Folgen oder in der Folge der Simpsons sieht das Ganze eigentlich identisch aus. Also da gibt's keine Unterschiede, nur in der Spiele-App hat man einen besseren Anblick oder eine Übersicht über das Gebäude. Von daher wollen wir uns das heute auch basteln, aber wir werden uns auch das Ganze einrichten, so wie es in der Folge auch zu sehen war. Also hier gibt's schon die Tour. Also viel war ja nicht drin, das sind wirklich nur die Unterkünfte der Kadetten, wo sie halt ihr Bett haben, ihre Kiste mit ihren Sachen. Mehr war da auch nicht drin und auch nicht zu sehen. Um mit unserer Unterkunft zu beginnen, holen wir uns einfach mal ein bisschen abgezogene Fichtenholz-Baumstämme raus. Dann würde ich sagen, hellgrauer Beton, denn Akazienholzblöcke, da am besten die, wo man keine Jahresringe sieht, sondern nur die Rinde. Und dann holen wir uns ein bisschen türkise Keramik raus, Schwarzeichenholzstufen, Schwarzeichenholztreppen, dann nochmal davon den Zaun. Dann würde ich noch sagen, polierte Granitstufen wie Treppen. Wir beginnen erstmal mit dem Grundriss von unserer Unterkunft. Da würde ich sagen, nehmen wir erstmal unsere abgezogenen Fichtenholzstämme raus. Ich platziere mir jetzt erstmal einen Block irgendwo hin. Dann gehe ich einmal zur rechten Seite und lasse jetzt 6 Blöcke Platz und setze mir wieder einen hin. Wie gesagt, 6 Blöcke Platz lassen, einen hin. Dann lasse ich mir 2 Blöcke Platz, wieder einen hin. Und dann lasse ich mir wieder 6 Blöcke Platz und setze mir wieder einen hin. Dann gehen wir jetzt mal an unsere Seiten und ziehen die jetzt ein bisschen weiter nach hinten. Da lasse ich jetzt einmal 5 Blöcke Platz und setze mir einen Baumstamm hin. Dann lasse ich 6 Blöcke Platz, setze mir wieder einen Baumstamm hin. Und dann lasse ich wieder 5 Blöcke Platz und setze mir wieder einen Baumstamm hin. Gegenüber machen wir genau das gleiche Spiel. Wir lassen erstmal 5 Blöcke Platz, Baumstamm hin, 6 Blöcke Platz lassen, wieder einen hin, 5 Blöcke Platz und dann sind wir schon hinten. Die Rückseite wollen wir natürlich auch noch ein bisschen markieren. Da lasse ich jetzt an den Seiten wieder 5 Blöcke Platz. Ja, in der Mitte dann 4 Blöcke Platz, Baumstamm hin und dann habe ich hier wieder 5 Blöcke. Nun schnappen wir unseren hellgrauen Beton und können jetzt in jeder Ecke, würde ich mal sagen, 5-mal grauen Beton uns einmal platzieren. Das machen wir natürlich jetzt 4-mal. Wenn wir dann in jeder Ecke 5 Blöcke von unserem hellgrauen Beton platziert haben, können wir jetzt die Seiten einmal zuziehen mit unserem Akazienholz. Einmal hier komplett jede Seite füllen wir damit aus. Wenn wir die Seiten dann zugezogen haben, schnappen wir nochmal unsere Baumstämme zur Hand und zwar auf der Vorderseite. Würde ich mal sagen, schlagen wir jetzt hier mal komplett die Reihe darüber nochmal weg und können das nochmal austauschen durch unsere Baumstämme, die wir bis einmal oben hinziehen. Das machen wir aber auch nur auf der Vorderseite. Dann geht's ran, dass wir uns langsam schon den Vorbau für das Dach ziehen. Das heißt, wir schnappen wieder unsere Akazienholzblöcke und fliegen jetzt einmal zur Vorderseite wie Rückseite und setzen da jetzt, würde ich mal sagen, hier so ein paar Ebenen rauf. Wir lassen an der Seite jetzt jeweils eine Ebene frei, dann ziehen wir uns hier eine Blockebene rauf. Dann lassen wir jetzt immer 2 Blöcke an der Seite frei, bis wir uns oben, sage ich mal, so in der Mitte treffen. Da würde ich sagen, machen wir denn ganz oben in der Mitte eine Vierer-Ebene hin. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Wir lassen jetzt an der Seite eine Blockreihe Platz und dann ziehen wir hier eine Ebene hin. Und danach lassen wir jeweils immer 2 Blöcke auf jeder Seite Platz, bis wir oben dann eine Vierer-Ebene haben. Geht immer relativ zack und schon haben wir oben unsere Vierer-Ebene. Weiter geht's nun mit unserer türkisen Keramik, wie wir uns einmal den Boden reinziehen. Und zwar auf der untersten Ebene hier von unserem Akazienholz, was wir uns hier gesetzt haben, können wir einmal komplett hier den Boden mit der türkisen Keramik aushöhlen. Wenn wir das soweit haben, geht es jetzt so weiter, dass wir uns die Tür frei hauen und mit dem Fenster beginnen. Wir fangen dann auch erstmal vorne bei der Tür an. Die haben wir uns ja hier schon so ein bisschen vorgekennzeichnet. Da schlagen wir jetzt unten die, würde ich mal sagen, erste, zweite, dritte, vierte Ebene weg, sodass wir hier oben, sage ich mal, noch so eine kleine Verbindung haben. So, wenn wir das weggehauen haben, können wir da jetzt einfach mal 2 ungedeckte Treppen ransetzen. Davor dann 2 Stufen, darunter dann wieder 2 Treppen. Und unter den Stufen platzieren wir denn, obwohl, warte mal, wir machen es anders, wir platzieren dann erstmal hier unten an der Treppe 2 Stufen und darauf dann nochmal 2 Stufen. Geht immer ein bisschen simpler denn. So, unten an der Treppe platzieren wir dann 2 ungedeckte Treppen jeweils hier an den Seiten und darauf platzieren wir dann nochmal ein bisschen unseren Zaun. Ich würde mal sagen, das Ganze ziehen wir, warte mal, muss ich mal ein bisschen gucken hier, weil wir uns ja hier noch so ein kleines Vordach machen. Ja, also machen wir das Ganze auf eine Höhe von 4. So, 1, 2, 3 und 4, super. Ja, machen wir gleich schon wieder ein bisschen Vorarbeit und können hier gleich schon so dieses kleine Vordach uns raufziehen mit unseren Granitstufen. Ja, so in etwa stelle ich mir das Ganze vor. Na gut, dann haben wir schon mal den Eingang so ein bisschen uns fertig gebastelt. Jetzt geht es natürlich an die Fenster. Die haben immer eigentlich das gleiche Maß. Hier vorne an der Seite lasse ich jetzt jeweils an den Seiten 2 Blockebenen Platz und unten dann natürlich 2. So, dann ziehe ich mir hier einfach mal ein 4x2er Fenster hier einfach mal rein und die setzen wir eigentlich immer gleich und zwar ganz einfach hier an den Seiten machen wir unsere Treppen hin und dazwischen dann einfach unsere Stufen. So, auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel, an den Seiten wie gesagt eine Ebene freilassen, unten dann 2 Ebenen freilassen, Treppen an die Ecken hier und dazwischen dann einfach unsere Stufen.
Jetzt haben wir die Vorderseite mit den Fenstern schon markiert. Jetzt geht es natürlich an die Seiten. Da lassen wir, würde ich mal sagen, wenn wir jetzt hier beginnen, erstmal eine Ebene Platz für das erste Fenster. Danach lassen wir immer zwei Blöcke Platz für das nächste Fenster. Insgesamt haben wir auf beiden Seiten denn mal drei Fenster, die man da sieht. Jetzt haben wir hier die drei Fenster mal freigehauen. Jetzt müssen wir die natürlich noch einsetzen. Und wenn wir die drei Fenster haben, gehen wir jetzt einmal auf die Rückseite. Hier machen wir eigentlich genau die gleichen Fenster rein wie auf der Vorderseite. Wie gesagt, wir lassen an der Seite einfach einer Ebene Platz. Und dann schlagen wir hier wieder so das gleiche Fenstermaß rein. Und auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Wunderbar. So, dann beziehen wir die natürlich auch. Und wenn wir die zwei Fenster auf der Rückseite haben, machen wir nochmal drei auf der anderen Seite. Ja, wenn wir das dann fertig haben, geht es jetzt ran, dass wir das Dach uns auch aufsetzen. Dafür schnappen wir unsere Granitstufen und Treppen. Wir beginnen dann erstmal an der Seite, würde ich mal sagen, mit einer Stufe. Immer hier bei solch einem Übergang kann man ja gleich schon mal hier die Treppen uns einmal hinsetzen. So, Treppen schon mal passiert. Jetzt geht es an die Stufen ran. Die setzen wir jeweils immer vor unseren Treppen hin. Hier jeweils immer einmal vor unseren Treppen und hier oben drauf setzen wir komplett einmal Stufen. Jetzt könnte man natürlich hier in der Mitte sich zwei Treppen machen, aber ich mache mir da einfach mal zwei Granitblöcke hin in der Mitte. Und ansonsten machen wir immer vor unseren Treppen Stufen. So, das reicht mir natürlich nicht. So könnte man natürlich jetzt einmal zuziehen. Aber ich möchte das Ganze dann auch noch, dass es mir ein bisschen übersteht von unserem Gebäude. Von daher einmal kurz überstehen lassen. Wir müssen das Ganze noch ein bisschen verstärken. Und zwar jetzt immer auf unseren Stufen. Jetzt sagen wir hier an der Seite natürlich auf den Stufen. Aber ansonsten immer unter der Stufe setzen wir dann hier noch eine weitere Stufe hin, damit das ganze Dach ein bisschen stabiler wirkt. So, hier ganz an der Seite machen wir es dann auf der Stufe. Und dann sieht das Dach so aus. Natürlich müssen wir das Dach jetzt einmal bis nach hinten ziehen und lassen es dann natürlich auf der anderen Seite auch nochmal überstehen. Wenn wir das Dach dann soweit nach hinten weggezogen haben, geht es jetzt noch ran, dass wir mit unseren Granittreppen oben uns ein paar Knubbel hinbasteln. Wir lassen jetzt in der Mitte oben, würde ich mal sagen, auf jeder Seite vier Blöcke Platz und dann setzen wir uns hier einfach die Treppen so, dass sie sich alle miteinander verbinden. Auf der Rückseite von unserem Gebäude machen wir es auch nochmal, also vier Blöcke hier einfach mal Platz lassen oben in der Mitte und dann setzen wir einfach hier vier Treppen so ineinander. Dann haben wir erstmal alle Blöcke verbaut. Das heißt dann natürlich wieder, wir brauchen neue. Um weiterzubauen, holen wir uns einfach mal ein paar Schwarzeichenholzdruckplatten. Dann nochmal davon die Steinvariante. Dann holen wir uns noch ein paar Steintreppen raus, eine Eisentür. Denn Prismarinziegel und Treppen, das wird unsere Tapete werden in unserem, in unserer Unterkunft. Da kann man auch die Farbe ändern. Ne? Das ist jetzt von der Folge so ein bisschen vorgegeben, diese Farbe. Ja, dann holen wir uns noch türkise Glasscheiben raus. Nimmt am besten die Farbe, die ihr dann auch für euer Hauptgebäude verwendet habt. Ja, dann würde ich noch sagen, holen wir uns einfach noch hellblaue Keramik raus und dann einfach noch Leuchtfeuer. Wir beginnen erstmal damit, die Tür uns reinzusetzen. Da setze ich mir einfach meine Steintreppe und umgedreht rein, denn natürlich so, zack, setze ich mir meine Eisentüren einmal in das Gebäude rein, sodass wir da vorne unsere Stufen uns einmal platzieren können, um dann auch wieder reinzukommen. Und um rauszukommen, setzen wir dann innen drin unsere Steindruckplatten. Ja, wenn wir schon mal drin sind hier in unserer Unterkunft, heißt es jetzt Tapete ziehen. Und zwar, wir schnappen unsere Prismarinziegel und setzen jetzt einmal um unsere Fenster hier einfach mal, würde ich mal sagen, unsere Tapete hin. Die ganze Tapete machen wir, würde ich mal sagen, über zwei Blöcke bei unseren Fenstern darüber und eine Ebene halt darunter. Ja, so, dann würde ich sagen, füllen wir einmal hier das Zimmer aus. Wenn wir denn die Tapete uns hier einmal hereingezogen haben, geht es weiter, dass wir nochmal die Steintreppen uns nehmen und einfach mal über der Tür hier auch nochmal innen drin uns einmal so umgedreht platzieren. Danach würde ich mal sagen, können wir jetzt schon unsere Glasscheiben einmal in die Fenster einsetzen. So, man kann natürlich auch Glasblöcke nehmen, aber ich finde, das wirkt immer besser, wenn man da einfach mal Glasscheiben nutzt. Ja, dann füllen wir die einmal aus. Wenn wir denn die Fenster soweit bezogen haben, geht es jetzt dran, dass wir uns mal unsere Prismarintreppen uns einmal nehmen und einmal hier bei der letzten Schicht einmal komplett hier so eine Reihe mit unseren Treppen hier einmal langziehen. Ja, das machen wir mal fix. Wenn wir denn die Treppen hier einmal in der letzten Ebene von unserer Tapete überall einmal rumgezogen haben, geht es jetzt dran, dass wir uns einmal mit der hellblauen Keramik unsere Decke reinziehen. Hier natürlich einmal über unseren Treppen ziehen wir dann einmal damit alles zu. Wenn wir unsere Decke dann einmal drin platziert haben, geht es jetzt noch ran, dass wir uns noch ein paar Lampen in die Decke einbauen. Dafür nehme ich jetzt natürlich meine Leuchtfeuer. Ich finde, die wirkt immer am besten dafür. Ja, wir lassen dann, oder ich würde mal sagen, wir müssen ja erstmal die Mitte rausfinden. Wir gucken mal, wo unsere Tür ist. Hier ist die Tür, das heißt, wir haben denn hier natürlich unsere Mitte, eine Zweiermitte. Die mache ich jetzt einfach mal auf eine Vierermitte. Also ich markiere mir einfach mal vier hier. Jetzt lasse ich nach vorne weg, würde ich mal sagen, fünf Blöcke Abstand. Gucken wir mal, fünf Blöcke, wunderbar. Und dann schlage ich mir 1, 2, 3, 4 Blöcke weg und sollte hinter, also hier auf der Rückseite, nochmal fünf Blöcke haben. So, andere Seite genau das gleiche Spiel. Wir gucken, haben wir hier fünf Blöcke vorne, dann schlagen wir 1, 2, 3, 4 Blöcke weg und auf der Rückseite sollten wir nochmal 5 Blöcke haben. So, jetzt können wir natürlich hier unsere Markierungen einmal weghauen und dann setze ich mir einfach mal hier an die Decke nochmal, zack, nochmal meine hellblaue Keramik einfach mal hin und dann kann ich da in diese Lücke jetzt hier, die wir uns freigehauen haben, meine Leuchtfeuer platzieren. Ja, dann sind wir hier innen drin dann auch erstmal fertig mit diesem Blockmaterial. Jetzt müssen wir es aber natürlich hier noch ein bisschen dekorieren.
An sich standen hier jetzt in den Unterkünften natürlich ein paar Betten rum, auch noch für jeden Kadett seine eigene private Truhe. Ja, eine Truhe haben wir ja in Minecraft, von daher würde ich mal sagen, wenn ich jetzt hier reinkomme. Lasse ich jetzt mal so Seite so zwei Blöcke Platz, ja, und gehe dann so nach vorne und lasse dann an der Seite nochmal zwei Blöcke Platz. So, dann setze ich mir die erste Kiste hin, lasse dann zu jeder Kiste so einen Abstand von drei, Blöcke einfach mal Platz. Insgesamt schaffen wir dann auf jeder Seite drei Truhen uns hier zu platzieren. Das machen wir synchron auf der anderen Seite hier so, ne, ab den zweiten gehen wir dann so zwei nach vorne. Zack, erste Truhe hin, drei Blöcke Platz lassen, zweite Truhe und dann nochmal eine dritte Truhe. So, jetzt geht's ran, dass wir unsere Feldbetten uns einmal platzieren. Ich finde, für solche Metallbetten nehme ich jetzt einfach mal polierte Durit-Treppen und Stufen. Ich platziere mir jetzt hier einmal auf der Rückseite von unserer Treppe die ersten zwei Treppen einfach mal dahinter so ran. Und dann synchron dann hier zur Wand ziehe ich mir nochmal die gleichen Treppen so umgedreht einfach mal hin. So, dieses Spiel machen wir natürlich jetzt hier bei allen sechs Betten. Wenn wir das dann soweit platziert haben, nehmen wir jetzt unsere Stufen und verbinden jetzt einmal hier unsere beiden umgedrehten Treppen miteinander. Und wenn wir das so verbunden haben, können wir noch hier hinten so ein Kopfende uns einmal platzieren und fertig ist unser Feldbett. So, und diesen Style bauen wir jetzt hier noch insgesamt sechsmal. Wenn wir dann unsere Betten gebastelt haben, geht es jetzt noch ran, dass wir die beziehen. Natürlich als Kopfkissen nehme ich weißen Teppich und als Decke nehme ich dann einfach mal grünen Teppich. So, das füllen wir dann hier überall einmal rauf. Somit haben wir jetzt unsere Kaserne damit abgeschlossen. Hier können sechs Kadetten pro Kaserne halt hier einziehen. Ich denke mal, für Minecraft sind das gute Verhältnisse. Und ihr müsst mal gucken, welche Tapetenfarbe ihr euch nimmt. Ne, wäre schön, wenn hier nicht so ein Muster wäre. Dann wäre das genauso wie in der Folge. Aber, naja, ihr müsst mal gucken, was ihr für eine Tapete nehmt. Aber wenn ihr es genauso haben wollt wie in der Folge, dann müsste man schon auf diese Farbe zurückgreifen. Ja gut. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns nochmal die Kaserne von draußen an. Wie gesagt, davon kann man sich natürlich mehrere platzieren. Auf dem Gelände von unserer Rommelwood standen davon auch mehrere. Ich weiß nicht genau, wie viele. In der Folge haben sie mal mehr gezeichnet, mal weniger. Ich sag mal, eine gute Summe wäre jetzt außer etwa 4. Man könnte auch 8 machen. Sieht natürlich auch gut aus, wie man sich die natürlich platziert in Reihe und Glied. Ist einem natürlich wieder selbst überlassen. Ja, dann würde ich sagen, stelle ich mich natürlich hier vor unseren Kaserne noch einmal Safety hin. Und dann hören wir oder sehen uns, wie immer, zur nächsten Folge wieder. Ja, und dann sage ich nur eins zu dir, und zwar ganz einfach, tschüss.